Level 12, gute Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Miitopia. So, wir haben ein bisschen Geld, aber wir können wahrscheinlich wieder nichts leisten, denn es reicht alles nicht aus. Ja, für dich würde es reichen. Dann kann ich ja zumindest einen Ausrüstungsgegenstand... Okay, never mind. Ich nehme alles zurück, dann halt nicht. Vielleicht können wir ein bisschen gamblen für Geld. So, in der letzten Folge haben wir die Quest von Isaac geschafft. Mit einem sehr seltenen Ploing. Und ja, ab dieser Folge wird es sehr interessant. Und natürlich kriegen wir es nicht. Wir kriegen so einen Käsekuchen, den niemand haben will. Gib mir die Doppelrüstung. Jetzt gib sie mir! Komm schon! Hä? Habe ich B gedrückt? Sorry. Habe ich außersehen B gedrückt. Komm schon. Ja, bleib stehen. Nein! Das ist beim Gelben stehen bleiben. Ey, der mobbt mich einfach. Der mobbt mich. Jetzt bleib beim Gelben stehen. Ausflugsticket. Gar kein Bock. Alter, am Ende sind alle meine 10 Tickets verschwendet, oder? Oder? Ey, jetzt nicht wirklich, oder? Wie viele habe ich noch von den Dingern? 2, komm schon. Könnt mir jetzt nicht erzählen. Komm schon, es ist Betrug. Ja, okay. Beim vorletzten hat es geklappt. Okay, immerhin. Nein! Ich dachte, jetzt muss ich noch akzeptieren und dann erst kann ich das sehen. Jetzt muss ich wieder in das Menü gehen. Da Menü. Ausrüstung. Maike. Kleidung. Boah, was für eine Kleidung hattest du? Boah, warum? Was hatte ich denn? Hatte ich Pünktchen? Oh Gott, welche Farbe denn? Das wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich hatte ich das. Wenn nicht, dann mies. Ziemlich mies. Aber auf jeden Fall, willkommen zurück. Habe ich zwar schon gesagt, aber ist auch egal. Wir haben sehr viel Essen. Wir gucken mal ein bisschen kurz rein bei den neuen Sachen. Aber wir haben nichts Neues. Okay. Trotzdem verteile ich noch ein bisschen Essen. Zack. So, zack. Die neuen Sachen möchte ich halt immer im Video probieren. Also die neuen Sachen, die die Leute noch nicht probiert haben. Und dann die Sachen, sowas hier, was alle mögen, die spare ich mir auf für Offscreen. Wenn ich dann irgendwann alles mal probiert habe, kann ich die alle auf einmal Offscreen verteilen. Das ist mein Plan. So. Ich muss gucken, wer hat es noch nicht probiert. Du hast noch nicht probiert. Probier sie jetzt. Guck, dir gefallen die. Die hast du auch noch nicht probiert, du bist aber schon satt. Okay. Du kannst die noch probieren. Ihr seid alle satt, oder? Du noch nicht. Boah, da krieg ich aber auch selber Lust auf Nuggets. Lecker, lecker. Auch wenn es nicht gesund ist. Es schmeckt halt einfach. Ja. Die ganzen Vegetarier und Veganer, die hassen mich jetzt, aber sorry. Ich sag nur die Wahrheit, es schmeckt halt einfach nice. Du. Jetzt werden sie mich canceln. Weg hier. Schnell weg. So, 12 Rüstungen. So, bevor ihr euch fragt, warum die auf einmal Level 17 sind und die anderen so underleveled. Ja, der Ploying hat uns richtig viel Erfahrungspunkte gegeben. So, gehen wir zu Isaac und da bestatten Bericht. Genau. Und dann können wir eine neue Quest annehmen. Hi, Isaac. Schabdido. Ah, hallo. Wie geht's denn so? Hä? Sag nichts mehr. Was ist denn hier los? Wario? Was immer du bist? Keine Ahnung. Batman wollte Level 17. Ich glaube, dieses Auge wollte Level 15, ne? War das so? Ja, okay, dann machen wir erstmal hier. Dann machen wir erstmal das hier. Und er will, dass wir in ein Schneegebiet gehen. Ja, wirklich? Oh, vielen Dank. Also gut, machen wir uns auf den Weg. Ach, er folgt mir? Oh, er folgt mir. Okay. Okay. Und nun können wir in ein neues Gebiet. Und das Gebiet kennen wir tatsächlich schon. Puderhöhen. Und zwar kennen wir das Gebiet von unten. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier starten. Wir starten irgendwie ganz woanders. Aber ich wette, wir kommen noch zu dem Punkt, wo wir dann sehen, wo wir sind. Ganz bestimmt. Ich bin mir da sehr sicher.
eisige Weite. Boah, sieht das schön aus. Ich liebe Schnee. Ah, ich will Winter haben. Es ist viel zu warm. Sieh nur, Freddy. Hier liegt überall Schnee. Alles ist weiß. Der Schnee ist richtig schön weich und flockig. Wir sollten Schneeengel machen. Yippie. Na. Oh. Ey, das sieht wirklich schön aus. Ich hab das jedes Mal bei dem neuen Gebiet, aber... Das ist einfach die Wahrheit, Mann. Das könnte mein Lieblingsgebiet werden. Oh mein Gott! Pengi! Junge, der eine hat sogar einen längeren Schnabel als die anderen. Nee, die haben alle den langen Schnabel. Die wackeln mit dem Hintern. Oh mein Gott. Ich liebe dieses Gebiet jetzt schon. Pinguine ist einfach super. Da kann man nicht argumentieren. Pinguine sind toll. Dieses Gebiet, ey. Ich werd Kyria. Oh nein! Jetzt hasse ich's! Jetzt hasse ich's! Zwei Wege! Spaß, ich hasse es nicht. Ist immer noch toll. Froschsaft. Ihh. Ich bin Overseer. Okay. Die Stimmung ist wegen der langen Reise angespannt. Oh, nicht streiten, nicht streiten. Nein, nein, nicht schon wieder. Wieso streitet ihr beide euch immer? Oh, nervig. Aber irgendwie Overseer erinnert mich wirklich an so ein Illuminati-Dreieck. Vielleicht ist er das ja in Disguise. Könnte sein. Könnte doch sein. Tut es so leid, diese Pinguine in die Luft zu sprengen. Oh, Ärger vorbei. Ja, Miku, danke. Danke, Miku. Jetzt doch auf mich Ärger vorbei machen. Oh, ja, okay, Miku hört mir nicht zu. Heiße Haue. Bam, bam. Du bist down. Schön. Was? Strafendes Licht. Daneben. Oh, okay. Daneben wohl. Die beiden geht down. Bam. Bam. Nice. Nice. Jesus ist fast level up. Aber leider nur fast, yeah. Okay, neuer Hintergrund. Ich mag dieses Blau. Dieses helle Blau. I like it. Jetzt vertragt euch endlich. Ja, Mike, es tut mir leid, dass wir uns nochmal gestritten haben. Das soll nicht so sein. Keine Ahnung, warum wir uns immer streiten, Mann. Jesus wurde verziehen. Super. Juhu. So, Young Mike will mit dem Pferd reden. Apropos Pferd. In dieser Kälte fühlt es sich wohl ziemlich wohl. Und das heißt, ich gebe ihm einen neuen Makeover. Aber erstmal gucken, was die anderen wollen. Schweres Kaliber. Aha. Glänzender Dolch. Sieht schon cool aus. Maskenkittel. Okay. So. Nun habe ich das Pferd ein weiteres Mal verändert. Wie findet ihr es jetzt? Schreibt es mir auf jeden Fall gerne in den Kommentaren. Meinungen sind immer schön zu hören. Auch wenn auch wenn es nichts ist, ja, ist voll nice, sondern eher so, hä, sieht voll kacke aus. Mach es doch so anders. Ich glaube, mach es doch so. Ja, also so Vorschläge, den höre ich sowieso nicht zu. Aber, na gut, manchmal höre ich Vorschläge trotzdem. Ach, egal. Jesus, level up. Nice. So, was ich eigentlich meinte, ist halt, dass ich auf jeden Fall nehme ich Vorschläge ernst, aber so, wenn es nur heißt, ja, verändere den Charakter, dass er so aussieht. Sowas mir ziemlich egal. Trink es, Igitt. Hat scheußlich geschmeckt. Schade. Naja, egal. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt noch drin zeige. Aber ich zeige das jetzt trotzdem. Weil, Gegner. Oh mein Gott, das ist bestimmt ein neuer Gegner. Bestimmt. Bestimmt. Ja, ja. Voll neu. Tun wir so, als wäre das okay, das zu lassen. Ja, okay. Cool. Macht das bestimmt nicht, damit die Folge ein bisschen mehr gefüllt ist. Nein, natürlich nicht. Nein. Sowas würde ich nicht tun.
Wenn dann anders. Bam. So, nice. Der Kampf war doch sowieso schnell. Und ja. Das Pferd ist übrigens weiblich. Aber ich glaube, das sieht man auch so ziemlich, dass da so helle Farben sind. Bei hellen Farben muss ich immer eher so an weibliches, weibliches Pferd denken. War mir bei der Mache von dem Pferd gar nicht mal sicher, ob ich es männlich oder weiblich machen soll. Aber dann habe ich mich wieder umentschieden. Wollte eigentlich also ein bisschen dunklere Farben, dann habe ich dann doch hellere Farben genommen und habe ich es doch weiblich gemacht. Sieht man jetzt den Namen des Pferdes? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Tja, ihr werdet den bestimmt noch irgendwann sehen. Ja. Tänzerhobe. Dumm, dumm. Hoffentlich macht die mich stärker. Ja, tut sie. Das ist gut. Denn ich habe keine Lust, manchmal einfach Sachen zu bekommen, die so schlecht sind. Dann werden sie trotzdem ausgerüstet und Klingenfächer. Oder Macho-Kluft. Ich kann mir beides leisten. Von daher hole ich mir auch beides. Ganz ehrlich, ich fühle mich sehr wohl hier in dieser Schneegegend. Ich mag diese Schneegegend, die ist echt nice. Die ist echt nice. Klingelfächer, die werden wir natürlich nicht benutzen. Also hinter dem Zirkel oder was das war, nicht Zirkel, Winkelmesser, richtig. Hinter dem Winkelmesser steckt dann einfach so richtig stachelige Stacheln hinter, ja. Da denkst du, ja, was willst du mit einem Winkelmesser? Da wirst du so richtig aufgeschlitzt. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu brutal. Deutsch. Ja, aber egal. Trotzdem cool. So, du redest, du willst mitkommen? Cool. Dann komm mit. 12 Roben. 12 Kluften. Und 12 Abos mehr. 12 Likes mehr. Yeah. Das war schön. Okay. Ja. Macht nicht so großen Abo-Zuwachs, aber er existiert. Schon nice. Okay, dann will er doch nicht mitmachen. Dann bye bye. Wenn du doch nicht mitmachen willst. Ich habe das Gefühl, dieses Gebiet wird sehr, sehr groß. Oh, Schneemann. Aber der andere hat... Links ist so Schneemann, rechts ist so Schneefrau. Oder ist das einfach ein Schneemann mit Make-up? Das kann natürlich auch sein. Das möchte ich jetzt nicht bestreiten. Wenn da Schneemann steht. Schneemilch. Mit so einer Schneemann-Tasse, ey. Hey Mike, warte mal. Ja, ess eine Banane. Danke, lecker. Okay. Ihr teilt euch wohl gerne Bananen, aha. Oh, warum ist hier immer ein Boss? Weg mit dir, tschüss. Bam. Die Schneemänner halten echt gar nichts aus. Also die sind für mich keine Bedrohung. Oh, neue Technik. Gourmet-Snack. Full Heal. Krass, er kann einfach full healen. Das ist sehr nützlich. Den sollten wir vielleicht öfter im Team haben. Schnauben. Bam. Verdonner. Man hat das jetzt gesehen. Der Name ist Verdonner. Keine Ahnung. Also ich musste bei diesen Farbgebungen irgendwie an so Blitze denken. Und statt Donner. Weil der Platz... Ich weiß nicht, ob der Platz gereicht hätte. Aber dann ist mir irgendwie eingefallen. Donner, wenn man es mit A schreibt, ist ja auch ein weiblicher Name. Und dann habe ich mich an dem Zeitpunkt sowieso schon entschieden, dass es ein weibliches Pferd sein sollte. Und ja, Verdonner hat mehrere Bedeutungen und ich fand den Namen ziemlich passend. Schätze! Oh Mann, wieder zwei Wege. Dieses Spiel hasst mich, glaube ich. Das Ende. Oh, ganz am Ende des Levels nochmal zwei Wege. Warum tun wir dieses Spiel das Ende? Ja, zumindest ich und Jesus verstehen uns wieder, sind gute Freunde. Juhu, bitte streitet euch nicht mehr. Danke. Blam, blam, blam. Ich habe auch gehört, man kann irgendwann ganz viele Leute hier rekrutieren. Ich weiß aber nicht, wie das geht und wann man das machen kann. Nom, nom, nom. Juhu, ihr freut euch. Oh ja, zwei Level-Ups. Level 16 diesmal. Juhu. Kann ich irgendwas ausgeben?
Wir wollen alle immer das Banknotenfächer. Sie will mit Geld schlagen? Ist sie irgendwie Bonze? Ist sie irgendwie Krösus? Sie will ernsthaft, dass ich ihr Geld gebe, damit sie damit schlägt? Ja, yeah, that seems about right. What the heck? What the heck, Alter? Einfach nur what the heck. Was zur Hecke? Sehr seltsam. Oh, gleich gibt's ein Quiz mit Tingle. Nice. Yay, Level 5 Freddy und Level 5 Miku. Tanztherapie gelernt. Stelle mit eleganten Tanzschritten ein paar HP wieder her. Juhu, toll. So, wollen wir doch mal sehen, was sich hier unten für uns befindet. Hab ich recht? Was gibt's denn hier? Eine Kiste mit. Oh, das ist ziemlich viel Geld. Ja, das hat's gelohnt. Level-Ups und Geld. Da will ich mal nicht meckern. Wupp. Kann ich mir was leisten? Komm, du willst das schon so lange, den kaufe ich dir jetzt. Die lecker fragen, kriegen es zuerst. Warum bist du... Das ist, glaube ich, eher ein Outfit für Mädchen, du. Ich meine, wenn du den trotzdem anziehen möchtest, ne? Sieht so weird aus. Das ist so winzig, weil ihr Kind so klein ist. Ne. Sieht so seltsam aus, die Farben passen nicht. Sonst hätte ich genommen. Okay. Machen wir weiter. Bam, 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 bam. Wen tun wir jetzt ins Team? Freddy geht raus, du gehst raus, Girlfriend kommt rein und Bunny kommt rein. So. Yay, Quiz! Oh, Limpa! Es ist mal wieder soweit! Wir machen ein Quiz! Juhu! Wer bin ich? Es gibt drei Fragen, fangen wir an! Frage 1. Wer ist Wüstenpommy Michael Jackson? Haben wir schon mal getroffen? Ah, nee, das ist ja tot. Kann die Totenstimme nicht machen, das ist viel zu gräumig, viel zu laut. Professor Eich, bist du? Richtig. Vor allem, die mein Let's Play nicht gesehen haben und irgendwie so random hier einschalten, denken sie so, was ist denn das für mies? Hä? Wo bin ich hier? Das ist Crazy Dave. Und ja, das war's. Cool, Olympia! Dingel, dingel, du hast geschafft! Super! Hier hast du 5 Bananen! Bye, bye! Nice. Unser Gedächtnis ist fit. Okay. So, und hier rechts seht ihr schon Frostwindspitze. Das Gebiet, was wir alle schon kennen. Ich fange also links an. Okay, machen wir erstmal links, dann oben und dann rechts. Weil ich glaube, mit rechts kommen wir dann dahin, wo wir hin wollen. Also gehen wir erstmal links. Dann machen wir dieses ganze Gebiet hier noch fertig in den nächsten paar Folgen. Bevor wir dann das, die nächste Quest machen. Weil wir können diesen Berg, diese Bergspitze, diese frostige Bergspitze, können wir eigentlich skippen. Die ist, optional. Aber das hier ist, muss. Ja. Schneefrau. Hallo, ich bin kein Schneemann, ich bin eine Schneefrau. Dann war der Schneemann mit dem Make-up ein Mann? Ja, warum nicht? Das ist ja zumindest meine Vermutung. Weiß ja nicht, vielleicht heißt sie einfach nur Schneemann. Es gibt ja auch Leute mit Nachnamen, weiß nicht, es gibt Frauen, die haben Mann im Nachnamen oder es gibt Männer, die haben Frau im Nachnamen, keine Ahnung. Gibt es. Vielleicht ist Schneemann einfach nur ein Nachname? Who knows? Aber Girlfriend kriegt auf jeden Fall erstmal das Level Up. Ich glaube, sie will ja nicht in dieser Kälte leben. Kann ich verstehen. Oh, ist nicht für jeden was. Plasmaflasche. Ja, nehmen sie. Warum nicht? Sieht cool aus. Passt zu dem Outfit. Ja, warum nicht? Und das ist das Ziel. Dididim. Yay. Aus dem Brief halten. Ding, 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 ding. Ding, ding, ding. 3 Tickets. Danke. Du hast 100 unterschiedliche Arten von Monstern in Mitopia besiegt. Wow! Heftig.
schon krass. Okay. Geld. Wer möchte mein Geld annehmen? Ihr habt alle die gleichen Wünsche. Antiker Pizza. Ziemlich antik. Einen super Kittel. Okay, was ist denn das Billigste? Du hast billig. Du bist billig. Du auch. Und du bist billig. Ja, kommen wir erstmal das hier, weil das ist das Billigste von allen. Das kann ich mir mal eben leisten. Und dann glaube ich, oh, ich habe nur noch 2000. Ich kann mir sonst gar nichts mehr leisten, ne? Ups. Tja. Dann habe ich wohl Pech. Mehr kann ich nicht leisten. Ziemlich mies. Aber was soll ich machen? Und du willst mit Maike kuscheln? Das können wir machen. Eine Karotte. Nom nom. Lecker. Unglaublich lecker sogar, dass es 2 Level-Ups gibt. Level 14. Toll. Ich weiß, mein Commentary ist manchmal einfach sehr big-brainhaft. Sehr krass. Ich weiß, Leute. Ich weiß. So, ihr beide müsst auf Level 16 kommen. Du bist schon Level 17, du auch. Dann kommt Freddy wieder rein. Dann kommt Freddy wieder rein. Bam, bam, bim, bim, bam, bim, bim. So, machen wir das Level. Dann kommen wir zu Wario. Warum ist er hier in der Kälte? Wortwörtlich ist. Er ist hier in der Kälte. Was? Woran nanscht er? Woran macht er Nom Nom? In der Kälte. Bam, bam. Bye, bye. Juhu. Ich level 20. Juhu. Mega-Explosionen gelernt. Endlich. Verursache eine große Explosion, die alle Gegner mega heftig verbrennt. Nice. Pinguin-Snack gibt es hier. Nee, kein Bock. Das ist immer so ein Lack-Ding. Da kannst du ein bisschen was bekommen. So ein bisschen Geld, ein bisschen Bonbons, Bananen, aber auch gar nichts. Du kannst auch gar nichts bekommen, nur Schaden bekommen. Mach ich eigentlich immer, aber ich habe gerade einfach keine Lust. Neue Technik! Mega-Explosion! Bäh! Diese Rauchwolke, die so sich auseinandergebreitet hat. Ey, die halten ja echt viel aus, die Schneefrauen. Ja, aber Verdonner kriegt das easy hin. Oh, zum Glück war es das hier schon mit dem Level. Komm, ich will noch Wario sehen. Du hast 1300 Leute gerettet und dafür kann ich jetzt 420, 420 und 180 MP. Okay. Super. Juhu. Juhu. Ich habe die gar nicht irgendwie besonders irgendwo aufgeteilt. Die kennen sich halt irgendwann einfach. Das war's. Ja. Ich tue die einfach irgendwie random hin. Hat keinen wirklichen Grund, wo ich die hin tue. Ja. Weil ich gerade ziemlich faul bin, alle nachzuschauen, was die alle brauchen. Und alles. Und ja. Nein. Schwarzes Katana. Punkkleid. Das passt zwar überhaupt nicht, aber hoffentlich sind die Stats dafür gut. Ja, sind sie. Okay. 2. Um 2. Na gut, es waren noch 2000 Münzen oder so. Ja, gut. Wir haben fast 100 Nom-Noms. Du, 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 du. Ja, machen wir weiter. Machen wir mal weiter. Hallo, Wario. Was hast du heute für uns? Unglaublich! Selbst bei einiger Kälte behält sie ihre Wärme. Diese Hitze belebt meinen vom Frost gebeutelten Körper wieder. Dieser sippige Gewärme mein Gemüt gleich mit. Die Wärme als endlosen Frühlings trinkt bis in die Tiefen meines Herzens. Sei gegrüßt! Ich bin Wario, der Reisegummi. Hohe Kochkunst hebt auch mich in sphärenhöchste Versorgung. Diesen Genuss muss ich aber mit dir teilen. Nimm es endlich. Wärmesuppe. Danke, Mann. Bon Appetit. Bist du nicht Deutscher? Guten Appetit. Danke.
So, machen wir noch dieses Level und dann schließen wir mit dieser Folge dieses eisige Gebiet ab. Und dann können wir in der Bergspitze die nächste Folge weitermachen.